7 goldene Tipps, die jeder Mann kennen sollte, wenn es um das Frauenansprechen geht. Ich bin Marco Mitrovic, ich bin professioneller Pickup-Artist, hast du sicherlich schon mal gehört. Und ich habe mich darauf spezialisiert, Männern dabei zu helfen, wie sie Frauen in ihr Leben ziehen können, wie sie Frauen ansprechen können, wie sie Frauen verführen können, in allen verschiedenen Arten und Weisen. Und in diesem Video möchte ich dir die 7 goldenen Tipps an die Hand geben, wie du Frauen im Alltag und auf der Straße besser ansprechen kannst. Und diese Tipps muss eigentlich jeder Mann kennen und umsetzen und meistern. Das ist extrem wichtig. Falls du es noch nicht gemacht hast, abonniere den Channel, drück die Glocke, es geht los. Tipp Nummer 1, hingehen ist das A und O. Wenn du eine Frau siehst, die dir wirklich gut gefällt, dann musst du hingehen und sie ansprechen. Wie machst du das? Setz einfach einen Fuß vor den anderen, genau straight in ihre Richtung, ein Ticken schneller als sie. Ja, es gibt manche, die rennen der Frau einen halben Kilometer auf der Straße hinterher, weil sie mit Absicht genau das Tempo laufen wie sie. Je länger du sowas machst, desto größer wird deine Angst sein, sie dann im Endeffekt dann anzusprechen, und desto weniger wirst du es dann machen. Deshalb, sei ein bisschen schneller als sie, laufe einen Schritt vor den nächsten, bis du bei ihr bist, bis du sie angesprochen hast, und stoppe vorher nicht ab. Der nächste Tipp ist, verliere dein Ziel nicht aus den Augen. Wenn du die Frau angesprochen hast, dann hast du sie aus einem gewissen Grund angesprochen mit einem gewissen Ziel. Und das Ziel ist meistens, eine Kontaktmöglichkeit von ihr zu bekommen. Das bedeutet am besten ihre Telefonnummer. Vergiss das nicht, denn die meisten Männer haben im entscheidenden Moment nicht den Mut, danach zu fragen, weil das wäre dann der Moment der Abweisung, der Ablehnung, und deshalb trauen die sich nicht zu fragen. Deshalb unterscheide dich von diesen Männern und frag nach der Telefonnummer immer. Always be closing. Der nächste Tipp ist, sei entspannt beim Frauen ansprechen. Das ist so wichtig. Die meisten Männer werden dann nervös, reden zu schnell, reden zu langsam. Ihre Tonalität passt nicht, und was super wichtig ist, ist, wenn du vor ihr stehst, dann versuch ruhig zu bleiben. Ich weiß, dass es den krassesten Männern, selbst bei den krassesten Frauen, immer noch schwerfällt. Sie werden immer noch nervös, kriegen immer noch Torschusspanik etc. pp. Je öfter du das machst, desto abgebrühter wirst du, desto weniger nervös wirst du werden. Es ist ganz normal, dass du am Anfang bei den ersten 1000 Mal, wenn du die ersten 1000 Frauen ansprichst, bist du immer noch nervös. Es ist einfach so. Aber irgendwann kommt der Punkt, ab dem du so viele Frauen hattest und so viele Frauen angesprochen hast, dass die nächste machen kann, was sie will. Es macht keinen Unterschied mehr. Und an diesem Zeitpunkt kriegst du wahre Coolness beim Frauen ansprechen. Und da musst du hin. Je schneller, desto besser. Das vierte goldene Geheimnis, was du besser machen kannst beim Frauen ansprechen, ist, Gemeinsamkeiten mit ihr auszuarbeiten. Was verbindet euch? Das ist so extrem wichtig einfach, weil es eine andere Ebene bietet, noch zusätzlich zu dem, hey, ich mag dich, du magst mich, wir mögen uns, wir daten uns, okay. Aber was noch? Was geht darüber hinaus, was nichts damit zu tun hat? Welches Themengebiet verbindet euch? Welche Serien mögt ihr zum Beispiel beide? Welche Musik? Was für Hobbys etc. pp. Gibt es etwas, was ihr gemeinsam tun könntet auf dem ersten Date? Versuche das immer herauszufinden und herauszuarbeiten, weil damit gibst du ihr einen Grund mehr, dich wiederzusehen. Ein Fehler, den viele Männer beim Frauenansprechen machen, ist, dass sie, nachdem sie die Nummer bekommen haben, die Nummer nicht überprüfen. Das bedeutet, die haben die Frau nicht danach angeklingelt oder so, und dann sind sie zu Hause, überlegen 2 Stunden, was sie der Frau schreiben sollen, schreiben der Frau, und dann wird die Nachricht nicht zugestellt, weil die Nummer nicht stimmt. Und das ist massiv ein Fehler. Du musst die Nummer immer überprüfen. Das kannst du zum Beispiel machen, indem du einfach sowas sagst wie, hey, ich klingel dich kurz an, dann hast du auch meine Nummer, und dann schaust du auf ihr Handy, ob es klingelt, ob deine Nummer da steht. Wenn ja, check. Genau das gleiche mit Instagram. Wenn du Instagram geclosed hast, dann öffne doch einfach direkt einen Chat und sorg dafür, dass sie den Chat direkt annimmt, sodass du nicht untergehst in ihren ganzen DMs. Im Daygame ist eine Sache extrem wichtig. Du brauchst einen freshen Style. Kleider und Accessoires machen extrem viel aus,
an deiner Erfolgsquote, wenn du Frauen ansprichst. Du achtest ja genauso bei den Frauen darauf, wie die aussehen, was die anhaben, wie die sich geben, was für einen Style die haben, ja, bevor du sie ansprichst. Und für sie gilt genau das Gleiche. Deshalb ein Tipp, wie du relativ schnell einen freshen Style haben kannst, ohne viel Aufwand, ohne viel tun zu müssen, ist: Trag alles in Schwarz. All Black Everything geht immer. Das ist ein super Style. Und für die Anfänge, wenn du deinen Kleiderschrank noch nicht so optimiert hast, dass du viele verschiedene Styles hast, die alle on point sind, All Black Everything ist dein Freund. Die meisten Männer wissen nicht, was genau sie zur Frau sagen sollen. Und genau daher rührt bei vielen Männern dann auch die Unsicherheit und die Blockade, es dann doch nicht zu tun, die Frau doch nicht anzusprechen. Und wenn du einen Wort-für-Wort-Plan hast, einen Gesprächsleitfaden im Endeffekt, was du zur Frau sagen kannst in jeder Situation, dann wird plötzlich alles ganz einfach. Und so einen Gesprächsleitfaden kriegst du von uns, wenn du dich auf flirtempire.com für ein kostenloses Beratungsgespräch einträgst. Deshalb, zöger nicht lange rum, geh auf flirtempire.com jetzt und trag dich dort für ein kostenloses Beratungsgespräch ein und dann kriegst du von uns genau diesen Gesprächsleitfaden, wie du mit der Frau zu reden hast, was du Wort für Wort sagen kannst zu ihr. Dazwischen kannst du auch gerne freestylen, das ist gar kein Problem. Aber du kriegst von uns so eine gewisse Struktur an die Hand gegeben, die funktioniert, die schon etliche tausende Male getestet worden ist, erfolgreich. Und wenn du diese Sätze sagst, die wir dir da vorgeben, genau so, in der Reihenfolge, mit dazwischen Freestyle, ist vollkommen okay, dann wird deine Quote extrem in die Höhe schießen, skyrocketen, und das ist das, wo du dann merkst, das Flugzeug hebt ab. Weil, weißt du, manchmal muss man einfach dem Flugzeug so ein bisschen Speed geben, dass es vom Boden abhebt. Und das kann es sein, dass es bei dir den Unterschied ausmacht, dass es entweder die Qualität oder die Quantität deiner Dates extrem erhöhen wird. Deshalb trag dich auf flirtempire.com ein. Danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Peace!